Kramurks ist ein Pokémon mit den Typen Unlicht und Flug, existiert seit der zweiten Generation und kann sich zu Kramchef weiterentwickeln. Kramurks ist ein eher kleines, vogelähnliches Pokémon. Sein Federkleid ist dunkelblau gefärbt. Der Kopf, auf welchem drei große Zacken hervorstehen, erinnert aufgrund der Federn, die über den Augen wachsen, an einen Hut. Die Augen selbst setzen sich aus weißer Lederhaut, roter Iris und weißen Pupillen zusammen. Der krumme Schnabel hat eine gelbe Färbung, ebenso wie die Beine, welche weiße Krallen aufweisen. Oberhalb des rundlichen Torsos wachsen einige Federn zu einem kleinen Kranz zusammen. Und der Schweif, welcher von einem roten Haarband-ähnlichen Ring vom Körper abgetrennt wird, besteht aus einem dichten Federbüschel. Und außerdem verfügt Kramurks über relativ kleine Flügel. In der Shiny-Form ist das Federkleid dann pink-violett gefärbt. Kramurks zeichnet sich durch hohe Angriffskräfte und Geschwindigkeit aus, ist jedoch vergleichsweise zerbrechlich. Obwohl es auch spezielle Attacken sehr effektiv einsetzen kann, verlässt er sich im Kampf hauptsächlich auf seine Körperkraft und geht Feinde mittels Schnabel oder Flügelschlag direkt an. Auch verfügt es über eine Vielzahl von Unlichtattacken wie Finte oder Schmarotzer, die seine verschlagene Technik hervorheben. Auch greift es auf verschiedene Statusattacken wie Rückenwind, Folterknecht oder Verhöhner zurück. Kramurks können über die Fähigkeit Insomnia verfügen, die sie am Einschlafen hindert und ihre Nachtaktivität unterstreicht. Andere Exemplare mit Glückspilz landen häufiger Volltreffer. Seltener kommen Kramurks mit der versteckten Fähigkeit Strolch vor, welches ihnen einen Erstschlag mit Statusattacken ermöglicht. Kramurks wird als Überbringer von Unglück verschrien und deswegen auch oft gemieden. Es stiehlt gerne glitzernde Gegenstände, wie zum Beispiel Ringe, und versteckt diese. Dabei kann es zu einem Streit mit einem Mauzi kommen, wenn sie sich gegenseitig ihre Beute rauben. Hat ein Kramurks jedoch einen Trainer gefunden, mit dem es sich gut versteht, so schenkt es diesem allerlei der gestohlenen Gegenstände. Seine Verfolger trickst es damit aus, indem es sie auf Bergpfade lockt, wo sie sich dann verirren. Dem vermeintlichen Überbringer des Unheils wurde mit Flugs nach Haus mein Kind, wenn Kramurks am Himmel sind, ein Spruch gewidmet, da es bei der Dämmerung aufwacht und durch die Nacht fliegt. Dieses Unlicht-Pokémon lebt bevorzugt in dunklen Wäldern und bewegt sich oft nur nachts aus seinem Versteck. Manchmal sind sie auch in der Nähe von Bergen und Canyons anzutreffen. Dabei ist Kramurks der erste Teil einer zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Kramchef weiterentwickeln. Dabei nimmt es an Größe und Gewicht deutlich zu und prägt einen kräftigen Körper aus, der von prächtigen weißen Brustgefieder geschmückt wird. Dabei wird die Entwicklung in den Spielen der Hauptreihe durch die Gabe eines Finstersteines ausgelöst. Und mit seinem Typen ist es immun, oder mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Boden- und Psychoattacken, nimmt halben Schaden gegen Pflanzen, Geist- und Unlichtattacken und nimmt doppelten Schaden gegen Gesteins-, Elektro-, Eis- und Fee-Attacken. Der Rest macht normalen Schaden.